Hammer. Okay. Ich will da rein. Da ist noch ein Schiff. Hä? Was ist denn da? Bist du da reingekommen? Mhm. Ach, von okay. Da oben. Kommst du dann auch wieder raus? Naja, hier ist eine Tür. Ich warte erstmal, ob ihr rauskommt. Wie seid ihr denn raus? Nein. Hier von oben, von der Klippe. Würde ich mal behaupten. Aber ich weiß nicht, ob ihr da auch wieder rauskommt. Jetzt erzählen, hier gibt es kein Klappern oder was? Ja, deswegen warte ich jetzt lieber. Ja. Kommst du jetzt da raus oder nicht? Er hat die Tür aufgemacht. Ah, okay, nice. Kann sie jetzt hier daraus rausnehmen, gehe ich mal davon aus, ne? Molotov. Das ist geteilt? Nee, ne? Also der Molotov kommt aber nicht geteilt, das Geld schon, glaube ich. Ja, das Geld ist geteilt. Achso, du bist der Wurfexperte, oder? Dann gebe ich dir mal den Nordi. Ja, was? Molly ist egal. Nein. Irgendwas zu viel, egal. Hat die jetzt gedroppt oder was? Nee. Ja. Er fallen lassen gedrückt. Achso, fallen drin. Kannst auch traden mit Leuten. Achso, ja, okay. Aber ich will dich nicht anfassen. Dings. kannst den Krischer nicht anfassen. Wie ging das nochmal weiter? Ich würde sagen, hier oben die Klippe entlang. Das ist die Damage-Zahl. Da kämpft schon jemand. Gefühlt nichts aufgehoben und in der Inventar schon voll. Ich habe wieder ein paar Zungenstände gebraucht. Achso, haben wir jemanden, der auf Klingenwaffen geht? Keine Ahnung, das Ding ist, bei mir stand ja irgendwas mit Wurfexperte da, aber Problem ist, ich habe ja keinen Bumerang. Wo seid ihr jetzt überhaupt schon wieder? Ich bin weitergelaufen. Ich wollte ja, wohin weiter? Hier geht's nach oben, nach links. Über eine Brücke. Punkten und dann. Junge, das ist so schlimm. Weil ich hier oben Damage-Waffen sehe, das geht. Brauche ich jetzt. Oh, warte. Die sollte ich vielleicht nicht droppen. Ja, ab ins Paradies. Let's go. Sind wir nur zu dritt? Wo ist Michi schon wieder? Ja, ich sag doch, irgendwo sind Damage-Zahlen, da wollte ich hin. Immer die Damage-Zahlen nach. Einer macht sich schon Damage-Zahlen. Alter, ganz ehrlich, warum spielst du überhaupt Co-op? Ich raff's nicht. Ah. Komisch, er ist fast tot. Ich hätte das mit dem Quicktime gar nicht gecheckt. Ja, linke und rechte Maus, dass du nicht drauf achtest. Ja, die rechte Maus hast, habe ich zuerst gar nicht gesehen. M-Tutorial? Nee, hatte ich nicht. So, warst du gut, dass du die Zombies gekillt hast? Bauplan. Ja, ich merk schon. Lass mich halt nicht an. Alkohol. Widerlegen. Alkohol. Ich hab AOE gefunden. Ah ja, ich habe meine Klinge in den Zombie reingeworfen, das hat ihm anscheinend nichts ausgemacht. Alles klar. War ich auch immer so. Habt ihr schon Upgrades gemacht? Nein. Du meinst Skillpunkte? Oder Waffen-Upgrades? Skillpunkte. Jo. Die zwei aus dem Tool habe ich direkt mitgenommen. Ach so, das ist. Oh. Ein von vier Spielern. Kann mit dem tauschen. Haben wir jetzt alle getötet oder nicht? Ja. Hier gibt's einen Typen, mit dem wir traden können. Ach, das ist ein Lager. Ich dachte, wir können an den Dinge verkaufen. Kommt Musik.
Ich habe 7 Medikits, falls jemand euch braucht. Hier ist doch so, so ein wie verteile ich jetzt die Fähigkeiten? Da, Fähigkeiten. Ich nehme, was ist das? Also aktiv kannst du mit geworfenen Waffe 2 Feinde treffen. Waffen sind effizienter und effektiver, außerdem wird eine Spezialattacke freigeschaltet. Schaden durch stumpfe Waffen, nee, das will ich eigentlich nicht, was ist das? Angst auf zurückgehaltene. Oh ja, Angst auf zurückgehalten der geworfenen Waffe. Ja, das hört sich gut an. Machen wir. So, habe ich noch einen Punkt? Ja. Erhöht den Schaden, wenn betrunken? What the fuck? Ich hab Alkohol. Willst du das spielen? Ja, senkt die Kosten von Waffen-Upgrades. Erhöht die Zahl der Extra-Plätze. Extra-Plätze für was? Taschen oder was? Steh nach einem Niederschlag schnell auf. Na gut, ich schreibe theoretisch eh von der Ferne an. Kannst Köpfe zerstampfen, das hört sich auch ganz cool an. Schaden mit scharfen Waffen plus 5 Ausdauerkosten. Chance kritische Treffer, du kannst Köpfe zerstampfen und präzise Kopftreffer verursachen plus 5 Schaden. Habe ich hier immer noch Kampfmusik? Was ist denn da los? Ja, wo sind die denn? Waffen-Upgrades. Sind noch Quests. Okay. So, gehen wir weiter? Wie sieht's aus? Weil da irgendwo noch ein Gegner ist, da 30 Meter entfernt. Da ist der läuft unter dem Dock rum, kann es sein. Ja, der ist hier unten. Der ist hier unten. Dass der den nicht vorher drunter geschmissen hat. So, jetzt haben wir den getötet. Jetzt dürftest du keine Musik mehr haben, ne? Ja, perfekt. So, Orientierungspunkt. Leg deinen Fettarsch mich hin. Paradise Survival Camp, aber ich will zur nächsten Quest. Okay, wenn ich die Leiter hochgehe, bewegt sich der Bildschirm, ey. Was soll die Scheiße? Das so sehr. So, ich habe jetzt wieder neue Fähigkeiten lernen können. So. Was steht hier da? Stufe 18. Welche Stufe bin ich? Habt ihr den Bauplan hier gefunden? Welchen Bauplan? Zeig mal. Hier gibt es einen Bauplan. Eine Stufe siehst du oben rechts auch. Ja, genau. Stufe 8. Ah ja, stimmt. Nee, aber ich raff nicht, warum sich das nächste hier nicht freischaltet. Also der nächste. Die nächste Zeile sozusagen, warum die sich nicht freischaltet, muss ich erstmal das andere skillen. Tagebuch. Keine Ahnung, wie das funktioniert hier. So, wo ist der Bauplan? Vorne. Danke, Michi. Da, wo du reingekommen bist. Und dann? Hoch. Hier. In der Leiter hoch. Ist eine Leiter? Ah, hier. Hier ist eine Leiter. Let's go! Hier, Gisha, wo gehst du hin? Hä? Ihr habt doch gesagt, aber da oben war auch was. Ja, nee, sorry. Aber oben war auch ein Bauplan. Oben ist ein Tagebuch. Wo ist der Bauplan jetzt? Ach, hier. Okay. War nicht da. Bauplan genagelt vor allem. Und was ist oben, Tico? Ist er bei dir genagelt? Ja, aber stand genagelt. Hier oben ist ein Tagebuch in der Hütte, glaube ich. Ah, da. Ja. Mein Name ist John Morgan und ich bin Sergeant in der IDF. Ich habe keinen Quest-Marker. Mein Squad und ich wurden mobilisiert letzte Nacht als Teil des 2. Battalions. Wir haben einen amphibischen Landung südlich von Worcester Bay und sind jetzt bereit für einen Hike in der Jungle. Während wir den Highway nicht nehmen, wird der Brass nicht sagen. Etwas Großes ist passiert, aber die Paare, die wir hier halten, sind ziemlich mysteriös. Our immediate superiors claim we're here to supply humanitarian aid, but then, why are we so heavily armed? I'm making this audio diary. Voll gut Spiel, voll gut, ja. Der eine Typ liest mir das Tagebuch vor und irgendein Hurensohn spricht mit dem Walkie-Talkie drüber.
Digga, es ist... What the fuck? Warum hat dieses Spiel so gute Bewertungen? Achso, das kostet nicht nur Geld. Ich hab 3000 Euro, ich bin ein reicher... Wer geht denn die nächste Quest? Will ich was upgraden? Nee, oder? Achso, hier ist eine... Okay. Hast du angenommen, Nima? Ich hab gar nichts angenommen. Upgraden, okay. Ich hätte jetzt irgendwie voll gerne eine Beschreibung, welche Waffe zu was zählt. Also für mich ist ein Larkling zwar eine stumpfe Waffe, aber... Was ist eine stumpfe Waffe nochmal? Na, irgendwie in die Achso, da, neben der Waffe. Na gut. Ich jetzt weiß ich nicht, ob der Schlagring, weil ein Faustsymbol ist, als stumpfe Waffe zählt. Danke. Oder nicht? Das annehmen? Na, du hast definitiv eine stumpfe Waffe, du hast doch so ein Holzstück. Du hast doch stumpf. Ja, ja, das habe ich gerade in der Hand, aber ich habe im Moment auch noch einen Schlagring. Zur Auswahl. Ach so. Ich kann hier eine Quest starten, soll ich? Soll ich? Kannst du machen, ja. Ich verstehe meine komische Feuerklinge, die ist jetzt was, die ist jetzt schwächer als dieses Messer oder was? Willst du mir erzählen? Okay, wir kriegen gleich Besuch. Hast du angenommen? Ja. Jetzt noch weiter upgraden hier, los. Großer Baseballschläger. Ach, benötigte Stufe 19. Okay. Man kann das hier verbarrikadieren. Repariert bei einem eure Waffen mal. Ja, habe ich schon. Wie mache ich das? An einer Station. Die Station oben hier bei uns. Links, wenn du reinkommst, links. Was? Ein Händler für Klingenwaffen? Was gefunden? Gibt es auch andere? Henrys Lager? Ich möchte aber stumpfe Waffen. Was ich irgendwie auch komisch fand. Warte mal, was brauche ich denn dafür? Bauplan, Barbecue. Was brauche ich? Benötigte Teile, Klebeband, Rad. Achso, okay. Baufil und Klingel. Bauplan, Nagel. Radius? Nägel. Achso, und die Basisgegenstelle braucht man noch. Baufil und Klingel. Naja. Was ich auch nicht raffe, warum ist man direkt Stufe 18? Fuck. Wir haben doch gerade mal 2 oder 3 Level gekriegt. Oder 3, glaube ich, insgesamt bisher. Töte alle angreifenden Monster. Okay, jetzt kommen die vorbei, oder was? Wie viele Eingänge gibt es hier? 5 oder so. 5? Ich sehe hier... Hey, ich kann durchtreten, aber nicht durchschlagen. Euer scheiß Ernst? Meine Klasse ist so müll. Boah, Junge, ich bin ganz wieder. Ich hab die Hilfe gekauft. Ja, ich mach hier mal kurz auf, ja. Okay, sie kriegen von Molotov was? 10 Schaden oder was? Meine Seite ist langweilig. Bei euch mehr Action? Hier waren nur 2 Viecher. Ballert ihr rum oder sind das die NPCs, die ballern? Das sind die NPCs, wir haben doch noch keine Waffen. Also keine Schusswaffen. Warum? Ja, was weiß ich. Wenn das einer von euch vorgerannt ist und sich ein ganzes Blut eingeheimst hat. Naja, also wenn, dann wäre das nicht. Ich habe auch keine Waffen. Aber wir hatten ja nicht Molotovs eingesammelt. Ich habe gerade Molotovs geworfen, die sind komplett nutzlos anscheinend. Zumindest gegen diese kleinen Zombies, vielleicht gegen irgendwelche anderen Gegner. Ah. Kommen jetzt noch mehr oder wie sieht das aus? Stärke der Horde ist fast leer, aber ich weiß nicht, wo die restlichen sind. Wie viel Kreis? Steht ja nur Stärke der Horde. Ich komme so dazu, da treten so 2 in die Ecke. Ist das für ein dämlicher roter Kreis? Warte doch auf das andere Spiel. Da müssen wir alle rein. Ah ja. Okay, Rico, komm mal rein. Bloody hell, that was close. Struth. I was hoping it wouldn't come. Diese 2 Zombies, das war jetzt close, ne? Ah ja. The fences are working, but you were right about the breach. We need to blow it. It's too dangerous. Take this flare gun and use it to ignite the barrels by the bridge. Okay. Dann let's go.
Zombies vor uns? Oh, das ist eine Leuchtpistole in der Hand. Fuck. Einfach noch mehr. Hier wieder nur noch einer. Oh mein Gott. Wo ist mein Messer jetzt hin? Kaputt vielleicht? Nee, es ist geflogen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin so tot, ey. Ist er tot, Dima? Nee, noch nicht. Nee, Dima ist tot. Dima ist tot? Dima ist tot. Wieder da. Wissen? Ich würde immer noch gerne wissen, wo ich mein Messer hingeworfen habe. Da ist es. Das ist sehr realistisch. Das ist nämlich anreicht, wenn ich hier in Baseball. Alter, ich hasse jetzt, diese Quicktime-Events. Die sind so bad gemacht. Hier sehen wir noch mehr. Man hätte scheinbar auch einfach auf so ein Benzinfass schießen können. Ja, zumindest leuchten die so. Ja, ich glaube, dafür waren noch die Leuchtpistolen. Naja, was heißt schießen können? Jemand von euch eine Waffe gehabt? Na, du kannst auch besser dagegen werfen, oder? Warte, ich probier's mal aus. Ich glaube ja, mit meinem Wurfmesser. es funktioniert nicht, Nico. Weil die Brücke ist kaputt jetzt. Gott sei Dank, wir haben sie zurückgeschlagen, jetzt wo die Brücke kaputt ist. Das Ding ist aber, wo ist jetzt mein Messer? Das wird wahrscheinlich kaputt sein. Oh mein Gott, das ist so behindert. Ich warte, ich probier's mal aus. Ich sehe euch drei so weg. Ich guck, ich bin extra noch einen Schritt zurückgegangen. Oh, das bin ich, Jungs. Ich hab die erste verpasst. Das bin ich. Die schwarze. I know what it looks like, but I swear to God, I meant you no harm. That operation scheiß weißer Heterozist, Mann. He works for a private. Die Brücke hab ich kaputt gemacht. And they're the ones calling the shots. I'm sorry for what they did to you, but there's no way that he. What exactly are they doing here, Colonel? Rumor is they're trying to weaponize this place. Nee, ich guck den Scheiß jetzt. Keine Ahnung. My guess is your blood is essential for their research. Oder doch das andere Spiel überspringen. I'm a soldier. I follow orders. Well, soldier, here's an order for you. Schicht das wichtig. Ja, warum spielen wir das dann überhaupt? Was denn? Ja, warum spielen wir ein Story-Spiel, wenn wir nicht die Story angucken? Ich weiß auch nicht, was jemand da vorhat. Last time we trusted the army, they threw us in a cage. Das sagt der Richtige, der immer alles. Look, I understand how you feel, überspringt und but we don't have much time here. Ja, ich will in die Story, ich will die endlich erleben, deswegen sende ich einfach vor. Ich kann es nicht erwarten, die Story zu erleben. Yeah, we heard that same story on the north. Ain't no bombs fell there. You sure about that? This would explain all the air traffic recently. Choppers flying out with equipment crates. That's right. They have to cover up what they've done here. And once they're through evacuating the island. They're dropping a bomb? Listen, I trust this asshole about as far as I can throw him. But if what he's saying is true, we need to get out this goddamn island. Fuck me, man. So. Henderson, it is then. If that's the case, then we're all coming with you. Right then. Let's move. Only five of us are immune, so some of us should stay and defend the camp while the rest scout for a way out of here. Good. Let's get to it. All right, Colonel. But if you're lying to us, God help you, because we sure won't. Yeah. Hey, come here. How can I help? If I can electrify the fences, those damn things will fry when they run into them. But I need a power source. Cables and batteries should do it. Will you bring me some? So, nehmen wir jetzt an oder nicht? Ja, mach an. Yes. The cables are in a shack not far from here, and the batteries are at a camping site. 5 Autobatterien suchen, naja dann. Was, wo siehst du das? Wo sehe ich das?
Drück mal L. Ja, wir müssen erstmal in diesen Kreis gehen. Siehst du den roten Kreis oder nicht? Rede mit Harlow. Hier können wir nochmal reparieren. Digga, ist jetzt wirklich mein scheiß Messer weg, was ich vorhin geupgradet habe, nur weil ich das geworfen habe? Vielleicht hat's jemand aufgehoben. Wie nimmst du doch dein Messer? Nee, ich hab ja... Suche einen Weg durch den Dschungel. 3 Sterne. Belohnung. Blaue Schlagwaffe. Wir machen schon eine Quest. Hast du jetzt noch eine andere angenommen, oder was? Achso, ne, dann mach ich vielleicht später. Alles gut. Oh, hier ist ein Shop. It might be worth speaking to Harlow. Ich guck mal in meinem Inventar, hab ich irgendwas? Ja, aber mussten wir nicht erst... Wir haben diese eine Quest doch gar nicht zu Ende gemacht. Mit dem... Ach, oh, wir sind komplett behindert. Wir hätten mit der Signalpistole die Brücke eigentlich explodieren lassen sollen. Ja, haben wir doch gesagt. Ich bin bescheuert. Aber ich komplett... Ich dachte, die meinen eine andere Brücke und nicht die, die bei uns ist. Was machen wir denn jetzt? Ja, ich brauche erstmal eine Waffe. Hier schickt doch eine Batterien. Ja, ich bin gerade dabei. Nebenquest, Missionsziel verfolgen. Liegt noch eine Postkarte? Wie ich das detect? Details? Ich krieg Details. Postkarte? Jo, nice. Ja. Warum kann ich im Wasser nicht rennen? Wie unrealistisch. Hier ist eine Mochete. Eine was? Eine Mochete? Eine Mochete. Oh, Schnellreise. Ja, das ist eine Mischung aus Mojito und Wasser. Wenn man Zombie-Spiel spielt, aber drei Alkoholiker ist. Schwach über Machete. Ist das geil. Eine schwache über Machete. Nein, was soll das heißen? Behindert? Dann behindert? Was? Behindert und dann behindert. Und dann Stockmesser. Und nach dem, da steht behindert, Punkt, Stockmesser. Machen wir jetzt eigentlich zuerst, was ist denn eigentlich hier? Ach, zuerst die Nebenquest machen wir jetzt. Bleibt so. Noch mehr, was ist? Noch mehr Alkohol. Ja, Grisha, wie sieht's aus? Hast du den Alkohol Dingsbums genommen? Ich hab den genommen, wieso brauchst du den? Nee, dann kann ich dir nützlich. Ich hab das nicht, genommen. Also den Skill mit dem Alkohol, ich hab das nicht genommen. Hier sind übrigens Snacks zum Heilen. Weil ich glaube, die dient der Heilung. Alkohol anscheinend auch. Hier steht. Falls ihr keinen Medikit nehmen wollt. Alkohol ist unter Verbrauchsgegenstände. Wo steht denn überhaupt da, ob ich. Wie voll mein Inventar ist? Da, hier, ne? Beim Inventar müsste das sein, ne? Questgegenstände, Sammler, Baupläne. Feststarten? Ja, wir haben doch schon, wir haben noch schon eine. Warum ist denn hier ein Wegpunkt? Hier ist doch gar nichts. Ja, ist doch eine Flagge auf der Karte. Die Mama macht aber noch eine andere. Die Mama macht eine andere Quest als wir. Die Mama macht die Hauptquest. Ja, das macht doch keinen Sinn. Ja, ihr müsst das noch umstellen. Mit L musst du das umstellen. Ich hab nichts gestartet. Also, die Quest, die wir jetzt machen. Warte mal, wir haben zwei Quests. Einmal Neuanfänge. Steht abgeschlossen. Bin ich bescheuert? Nee. Rede mit Harlow. Das hat Dima angenommen. Koop-Spieler Dima. Und dann haben wir... elektrisierend. Genau, und wir wollen jetzt elektrisierend machen. Ja, das habe ich auch angesetzt. Und der da ist Tico, Michi und ich. Wo Dima ist, hier ist ein Wegpunkt am Wasser, aber was soll ich hier? Hier, wenn ihr auf M drückt, seht ihr die Flagge. Ich sehe keine Punkte. Und bei mir ist hier eine Pinnnadel. Da müssen wir hin. Ich hab das markiert. Wir müssen jetzt frei, oder nicht? Was? Ich lauf dir nach. Zur Flagge? Zur roten Flagge. Ich hab eine Pinnnadel drauf gemacht. Also das ist so, bei mir ist die Pinnnadel hier. Das war einfach der Hauptstraße lang, ne? Aber ja, ich folge einfach euch. Da oben. Ah, da oben ist ein Weg. Ich hab eine Nagelpistole, seit wann das? Egal. So, wo kommt man jetzt hier raus? Da. Oha, ich habe viel Damage bekommen.
Fliegen, bleib liegen. Ja, halt ich mal hoch, ne, Jungs? Ihr habt ziemlich wenig Leben. Oh, man kann Auto fahren? Ja, man kann Auto fahren. Och, die mal. Hier ist übrigens eine Batterie. Gut, dass ich Controller-Steuerung habe. Da ist noch ein Sachen zum Einsammeln. Ja, ich hier. Geht mal raus. Hier. Ja, geht mal raus, lieber. Wieso? Sammeln einen Sachen. Wir können noch was einsammeln. Michi mit Michi will fahren anscheinend. So, Michi will drauf fahren. Dann will ich später. Inselführer. Ah. Ich bin Wallfahrer dann. Kann ich auch hinten rauf? Ich möchte hinten rauf. Hier ist noch ein Zombie anscheinend. Fahr mal ein Stück. Ich möchte wissen, ob ich runterfliege. Hallo, warum seid ihr jetzt losgefahren? Ja, weil ich angegriffen werde. Steck mal ein jetzt. Ihr seid angegriffen. Wir haben dich doch gerade getötet. Ich fahr mal ein Stück vorwärts. Ich möchte wissen, ob ich hier hinten drauf sitzen darf. Nee, vorwärts bitte. Nee, okay, geht nicht. Ich muss rein ins Auto. Warte. Ich muss ins Auto rein. Hallo? Ja. Okay, let's go. Kurz verlernt, wie man eine Autotür benutzt. Jetzt. Links. Sind wir nicht schon da? Ja, Shop. Rechts ist ein Zombie von uns. Jetzt immer nicht alle weglaufen jetzt, bitte. Wann bleiben sie? Übelst viele. Hey, ich stehe direkt neben dem Auto. Michi, wo bist du? Willst du mich verarschen? Willst du mich, oder Wichser, willst du, also, oder wenn du die auch nicht aufmachst? Ja, keine Ahnung. Irgendein Wichser ist weggelaufen. Ich wollte die Autobatterie holen. Ja. Du bist natürlich der am weitesten von uns weg ist, T-Shirt. Ah ja, ich bin tot. Okay. Ja? Und warum? Weil du wieder solo unterwegs warst. Ja, schon wieder solo unterwegs. Digga, du bist zur Autobatterie gelaufen, obwohl 100 Zombies vor uns sind. Willst du mich verarschen? Bist du jetzt noch tot oder bist du am Leben? Was hat das mit mir zu tun, dass du wegläufst? Wenn du meinst, du bist tot. Ich wollte gucken, ob man dich das aufheben muss oder so. Der packt hier im Auto fest. Wir stehen da. Mal auf die Köpfe ziehen. Wo ist er jetzt hin? Der hing gerade noch. Ups. Warte. Jetzt habe ich die mal geil, glaube ich. Lomo, scheiße, ist so nervig. So, haben wir die alle getötet? Ja, sehr nice. So, haben wir hier noch was zum Einsammeln? Hier ist noch ein Auto. Hier ist irgend so ein Sammlerstück. Ist, hier. Let's go there. Also das markieren? Hab ich. Da. Im Tisch ist ein Sammlerstück. Achso, ihr geht in die Richtung. Hatte ich das noch gar nicht. Wie? Ich geh nirgends hin. Was kann ich hier denn beim Team? Wo ist denn 88 Autobatterie? Von wem werde ich angegriffen? Oh shit. Na, ich kann man aber auch wirklich keine Sekunde allein lassen. Ey, ich mach einfach mit dem Triple keinen Schaden mehr. Wo ist mein scheiß Schwert schon wieder da? Dankeschön. Endlich tot. Ja, warum komme ich hier nicht ran? Was ist denn das? Ich will da ran, das müssen wir aufsammeln. So, ich konnte hier ran, wenn von links. Telefon. Hier sind Früchte, falls ihr euch hochheilen sollt. Ich komme hier nicht raus. So ein gutes Spiel. Ja, scheiß Sonnenschirm. Hochpressen bringt übrigens nichts, glaube ich, wenn ihr volles Leben seid. Hier gibt's noch was zum Aufheben. Oh. Das ist schon ein bisschen anstrengend, ne? Wenn man nicht über so einen scheiß Rucksack überlaufen kann. Ja, also man merkt im Spiel das Alter sehr an, tatsächlich. Und, ich habe jetzt den Wegpunkt nicht mehr. Für dein
Logbucheintrag oder was immer wir es nennen wollen. Wer kämpft jetzt gegen Zombies? Ich krieg einen, aber das ist jetzt gut. Boah. Hier gibt's noch was zu. Da oben sind, glaube ich, noch welche. Oha, hier sind ja ein paar Zombies. Und da ist auch Strom drin, ne? Am Flakbein. Ich will da nicht rein. Hinter dir blitzt es. Ich mach ja keinen Schritt zurück. Mach nicht richtig zurück! Ja. Also, ich würde zumindest sie probieren wollen an deiner Stelle. Wenn du sagst, hier gibt's was zum Einsammeln, meinst du dann hier so Sammelobjekte? Geld, meinst du? Okay, Geld, Geld. Zahnräder, keine Ahnung. Oder ich weiß nicht, ob diese Zahnräder nicht für jeden ist. Also halt. Kannst du mal kurz herkommen? Hier ist ein Magnet. Können wir ja ausprobieren. Nicht. Nimm den mal. Ja. Hab ich? Ja. Ja, ich kann den auch noch nehmen. Okay, ist dann doch. Ist es ein. Sag ich doch. Für jeden einzeln. Dann sind anscheinend übelst viele Zombies, ne? Wo? Oh. Denn hier oben? Naja, in dem Gebäude, oder? Oh, hier ist so ein ganz komischer. Was? Komischer Selbstmörder ist hier. Sein. Was ist die? Nee, wir können in das Gebäude nicht rein, ne? Au, 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 ich bin tot. Was? Durch was? Tico hat gesagt, man darf in die Blitze nicht reinlaufen. Blitz, du meinst du? Dass du es für uns ausprobiert hast. Hm. Wo seid ihr denn? Das Team habe ich ausprobiert. Ich habe jetzt doppelt so viel Leben. Na, da waren diesen einen Gebäude und hinterhin habe ich es blitzen sehen auf dem Boden. Und ich meinte, er soll nicht zurücklaufen. Weil ich mir vorstellen kann, dass es gut Schaden macht, wenn er in Intensität reinläuft. Ja, ich glaube ja. Ja, das ist auch so ein Selbstmörder. Ich darf ich auch rein oder ist das hier eine geschlossene Veranstaltung? Wollen wir den töten? Den Zombie? Ja, mal rein jetzt! Ja, mach mal nicht auf die Schaffung. Hab ich doch! Ist doch offen. Achso. Ey, wollt ihr mich verarschen? Ja, okay, dann gehe ich halt woanders hin. What the fuck? Was ist passiert? Ich hab dich in die Luft gesprengt. Was hast du gemacht? Ich bin nicht tot. Niemand hat dich in die Luft gesprengt. Das hat funktioniert. Great success. Ich hab doch gesagt, geht der weg. Wie? Bist du behindert? Ich hab doch gesagt, ich stehe neben dem Zombie. Ja, ich hab gesagt, geh weg. Na, hast du dich? Doch. Doch, hat er. Gesagt, geh weg. Ah, ja. Ich hab's fünfmal gesagt. Ja. Und dann ist Schluss. Oh mein Gott. Also, Grüter, du musst auch zuhören, ne? Bist du wieder schon? Nee. Haben wir jetzt überhaupt alle Autobatterien? Ja. Ja, haben wir. Dann fahren wir wieder zurück, oder wie? Map, was ist da irgendwas? Digga, du hast doch schon wieder dein Mikro irgendwie 10 Kilometer von deinem Mund entfernt, oder? Mein Zombies überfahren? Tico fährt da ist ja noch ein zweites Auto da. Was? Oh, man kann Zombies überfahren. Du fährst geil. Falsche Richtung. Glaube ich nicht. Ich näher mich der roten Flagge. Achso, du fährst zur Flagge, okay. Würde ich behaupten, oder? Hier ist eine Flagge. Ja, tust du. Was gibt einen schnelleren Weg? Ich bin einen schnelleren Weg. Einsteigen. So, fahren Adrette, wir jetzt oder nicht? Mugambe. Ja. Ich gönn mir mal hier. Oh, sieht ihr den Weg hier? Ah, ne, okay. Ja. Ich hab's gedacht. Ja, scheiße. Anscheinend nicht, nein. Es ist kein Geländewagen, wie es scheint. Ah, doch, doch. Da war übrigens eine Werkbank, ne? Habt ihr das gesehen? Oh, fuck. Ja. Ja, und? Na, mein Wagen ist festgefahren. Wir treffen uns an der roten. Nein, müssen wir. Also. Und jetzt? Digga, was ist das? Junge, hier fängt ein Zombie fest. Ich kann mich im Auto nicht hochfallen? Ah ja, cool. Ja, das geht nicht. Bist du hier raus? Eigentlich nicht, nein. Du bist schon vorbeigefahren, by the way. Vorbeigefahren, ja. Ah, okay. Du musst umdrehen. Man kann leider nicht so gut nach hinten fahren. Wir müssen nicht hier. Da müssen wir nach links bei dem blauen. Oh, wo hält sie? Was ist er denn für einer? Er spuckt mich an. Ich kann nur gerade rausfahren. Hä, und jetzt ist er despawned oder was? Wir fahren voll die falsche Richtung. Ja, ich musste nur irgendwo drehen. Ja, ich muss irgendwo drehen. Habt ihr gesehen, dass man da nicht drehen kann? Digga. Er spuckt mich an, ich bin Half-Life.
Was ist das denn für ein Igel? Einer muss von euch Stopp sagen. Was? Stopp. Stopp. Hier raus. Nein, fahr weiter, was machst du denn? Nein! Wir müssen den Weg entlang. Was rafft ihr daran nicht an dem roten Punkt? Da kann man doch nicht langfahren. Da müssen wir zu Fuß da, aber halt doch erstmal bei dem Weg an. Ja, hier müssen wir raus. Hä? Bist du doof? Da wurde vorhin rot. Da wurde das angezeigt vorhin. Das Ziel. Mit rot. Ich weiß nicht, wo das jetzt hin ist. Hier sind ja, weil Tico bescheuert ist. Da wird das angezeigt. Ja, natürlich, weil er zum Ziel gefahren ist und das Spiel denkt, okay, das ganze Team ist schon da. Und jetzt ist der Punkt weg. Sondern da ist jetzt was Grünes auf dem Dings. Da sind jetzt zwei grüne Kreise. Suche zwei Elektrodrähte, steht da, wenn man drauf geht. Weil Tico da alleine hingegangen ist. Gefahren. Ja. Ja, das ist der wichtige Punkt. Dass du nicht gegangen bist, sondern gefahren bist. Das ist wichtig, ja. Ich sehe euch doch, da ist das Auto, oder nicht? Ja. Warum kommt ihr nicht zu mir? Willst du mich verarschen? Trollst du? Ich hab hier nur Boss-Zombies. Wo seid ihr denn? Willst du mich verarschen? Ich raste gleich aus, ey. Ganz ehrlich. Wo geht ihr denn da? Ich hab für uns hier eine Expedition. Weil wir da hin müssen. Guck, macht mit M bitte die Karte auf. Und da guck, vorne, da sind zwei grüne Kreise. Aber wir hätten nicht so viel auf Indiana Jones machen müssen und irgendwelchen Würstchen hochklettern müssen, sondern einfach durch den Sumpf laufen können. Was erzählst du für eine Scheiße? Du bist vorgefahren, deswegen ist das Ziel auf der Karte weggegangen. Und jetzt ist das statt einem roten Fahne, sind da jetzt zwei grüne Kreise, wo da steht, wenn du mit der Maus drauf gehst, suche zwei Elektrodrähte. Was bei Quests auch da steht. Das ist der Quest elektrisierend. Abgeschlossen, suche 5 Autobatterien. Noch nicht abgeschlossen. Abgeschlossen, suche 2 Elektrodrähte. Meine Fresse. Ja, mit ich Kindern. War noch bei den grünen Punkten, aber ihr seid ja nicht zu mir gekommen. Weil du mit dem Auto vorgefahren bist. Hallo. Was raffst du daran nicht? Immerhin hast du jetzt das Fahren schon mal. Hallo, ich möchte was fragen. Ah, gucke mal, was sie ist. Hier ist ein Sumpf. Alter, ich ganz ehrlich, ich komme gleich nach Berlin und trete in den Arsch, ey. Wie ist der Sumpf zu dem ich gefahren bin? Ich werde einfach nur nach Buxtehude abgebogen, anstatt direkt nach Hamburg zu fahren. Du spielst ein Solo-Spiel. Du spielst ein Kurzspiel alleine. Und dann blamest du deine Teammates. Willst du mich verarschen? Der ist mies. Richard, du bist Fernkampfexperte. Töte ihn. Was denn die mal? Was? Ja, was willst du? Die müssen kicken, die haben gerade einen Zombie gekillt, ne? Und das hat eine Waffe gedroppt. Und die Waffe ist nicht umsonst, man muss für die Waffe noch zahlen. Der ist böse. Boah, was ist das für ein fettes Vieh, Alter? Oha, der hat einen Laserstrahl im Mund. Okay, ich bin down. Konstrahl. Ich bin direkt down. Klischee. Wie kann ich dir denn aufhelfen? Das kann ich. Wo sind sie? Oh, das ist ja eine kurze Raserei. Wow. Ich bin einfach verprügelt, Mann. Ich was suchen wir denn überhaupt? Kein. Ja, hörst du Grisha nicht zu? Wir suchen Drähte. Er liest hier extra so viel für uns, damit wir das nicht machen müssen. Hey, wer gibt mir hier Damage? Aua. Zombie. Bleib liegen, hab ich gesagt. Wie kommen wir hier rein? Wollen wir das mal explodieren lassen? Funktioniert das? Wir müssen zu den grünen Kreisen, hier nach rechts. Aber im Gebäude auf, oder? Hier rüber klettern wahrscheinlich. Ja, Mann. Ja. Von der Seite hier. Ja, ich wollte es nur kurz markieren. Sorry. Der Dicke macht hier schon wieder den Weg zu. Hallo. Ihr könntet ansonsten auch kurz warten, glaube ich. Oh mein Gott, was muss ich jetzt machen? Hier ist eine Bank zum Reparieren. Oh, ich habe einen Repair. Boomer, oder was? Ich glaube, ich muss aufgehoben werden. Mhm. Oh, nevermind, hat sich erledigt. Nein, nicht im Ernst.
Ja, okay, ich warte, bis ihr die Questobjekte habt und ich gebe es dann direkt ab, okay? Was ist das dumm, Alter? Aber warum mach ich jetzt mehr Leben? Sterben vorteilhaft? Fragezeichen. Kann ich da jetzt schnell reisen? Sag mir, dass ich jetzt schnell hinreisen kann. Kann ich nicht. Ihr macht das da drüben, oder? Yes. Got everything I need. You and Marty don't like each other. I'm with a group of survivors and we're on foot, heading into the highlands. Paul, we've got enough to worry about. Paul was so feverish, he was out of his head. It's like he didn't even know who he was. He attacked me and tried to fight. Digga, schon wieder. Ich höre einen fucking Audiolog und jemand spricht mit Walkie-Talkie. Gleichzeitig. Was soll die Scheiße? Aber wir müssen wieder zurück, wa? Wir haben den Quest jetzt abgeschlossen, ja? Wir müssen zurück. Wir können jetzt aber Mugambe können wir retten. Also noch den Quest machen. Wo ist Mugambe? Keine Ahnung. Wo ist das Scheiße momentan da? Habt ihr das jetzt auch abgegeben, die Quest? Oder müsst ihr einzeln hierher? Die abgegeben. Okay, na, ich bin gestorben, weil da ein Vieh war, das explodiert hat, jetzt gekillt hat und mich gekillt hat. Und Dima ist erstmal so voll vorsichtig rein und hat zugeguckt, bis ich ausgeblutet bin. Und dann bin ich im Camp gespawnt, wo wir die Quest angenommen haben. Cool. Das ist nicht das Problem, dass ich vorgerannt bin. Ich habe hier keine Schuld. Das ist nur Spaß. So, hier ist aber eine Person, die man retten kann. Da leben noch Zombies. Ja, da wollen wir ja auch hin. Aber es ist halt schon belastend, dass ich da jetzt nicht hinreisen kann, via Schnellreise. Das ist halt auch gerade. Und was, wenn du B drückst? Okay. Ich bin einfach zum Super Saiyan geworden, oder was? Bist du jetzt hier? Ja, lol, was ist denn das für ein Cheat? So, hast du jetzt mit dem gesprochen, Dima? Der hat eine Quest für uns. Ja, dann gehen wir dahin. Soll ich die annehmen? Aber hast wir haben die eine noch nicht zu Ende gemacht. Ja, wir müssen noch die eine machen, oder? Ich hab sie nicht abgegeben. Wir haben sie nicht abgegeben, aber wir haben sie zu Ende gemacht. Außerdem, klar haben wir die zu Ende gemacht. Wir haben gerade einen Stufenaufstieg bekommen. Ja, aber wir haben sie nicht abgegeben. Ja, das können wir ja später machen. Geht einfach sterben, dann seid ihr ganz wir schnell müssen, da. Wir müssen ja jetzt nicht, wir müssen ja nicht komplett zurück. Wohin? Ach, da. Gebietsübergang. Verlassenes Filmset. Wollen wir zum verlassenen Filmset oder was haben wir jetzt gerade offen? Kann man das eigentlich nur zu viert spielen oder nicht? Nee, es gibt 5 Charaktere theoretisch, oder? Also, ich habe Multiplayer 4 Slots gelesen vorhin. Habe ich auch gelesen. Ja, siehst du, Koop, Spieler 4 von 4. Achso, zum Thema Vorrennen, ja. Ich bleib bei Dima. Hab ich viel Damage gemacht. Gehen wir jetzt zu der Quest oder nicht zusammen? Zu dritt. Ja. Blockiert hab. Naja, dann los. Lass mal mich hier helfen, Dima. Ja. War da irgendwas Cooles in dem Haus drin, wo wir hochgeklettert sind? Muss ich da nochmal nachgucken? Nö. Nee, eigentlich nicht. Rettet Stanley. Also irgendwie macht jetzt hier jeder eine andere Quest. Welche wollen wir machen? Welche machen wir gerade? Rette Mugambe oder was? Nee. Ja, lass Rette Mugambe machen einfach. Na, wir gehen jetzt die Quest für Dings machen. Wir gehen jetzt die Quest, die ich markiert habe, machen. Die hilft Mugambe nicht. Den Wegpunkt. Okay, gut. Naja, wenn wir eine andere Quest angewählt haben, haben wir halt eine andere Linie. Also gehen wir jetzt Richtung Flagge, ne?
zum Ziel. Kann ich meinen Wegpunkt irgendwie entfernen? Geht das? Dein Wegpunkt, ja, indem du einfach wieder Linksklick auf den machst. Wo bist du überhaupt? Kommst du jetzt mit dem Auto oder nicht? Oder bist du schon da? Ich bin schon längst bei euch. Achso, keine Ahnung. Ich hab dich mit B zu euch teleportiert. Ich wollte gerade sagen, das geht doch. Hey, was ist das hier für ein komischer Effekt? Hier bin ich auf Drogen, hier nicht mehr. Erst wenn deine Augen unter Wasser sind. Ach so, wenn ich nach unten gucke, sind meine Augen unter Wasser. Das ist eigentlich voll der Realismus. Ja, ja. Weil mein Kopf an meinem Bauchnabel hängt, verstehe ich schon. genauso wie es realistisch ist, dass man 10 Stunden braucht, um aufzustehen, obwohl man in einer Zombie-Apokalypse ist. Achtung, spuck die Vollkorn. Fetter. Moshpit! Sehr schön, Jungs, sehr schön. Oh mein Gott, wenn man zusammenspielt, dann funktioniert's ja, dann stirbt keiner. Oh, komisch. Also bis jetzt bist nur du gestorben. Frag mich warum. Okay. Warte, Digga, das ist ja richtig ätzend. Nee, die im Wasser. Frag mich, wer den Wagen hier so geparkt hat. Wir brauchen den Wagen doch gar nicht, wir müssen doch einfach nur... Das ist mein Wagen. Allerdings, wir müssen doch nur darüber. Wir sind 40 Meter übrig. Ja, was für Wagen? Hier liegt mir sein Schiff. Komm, Mainz, will man bitte helfen, hier sind sehr viele Zombies. Er kann sie auch überfahren, rein theoretisch. Ja. Oh, ganz schön wenig Schaden. Naja, ihr könnt auch die Waffen upgraden, habt ihr das schon gemacht? Jo. Ja. Okay. Ist ein Wunder, du. Max upgrade. Oh, hier ist noch ein großer. Oh, der ist ja ganz schön groß. Was? Wo rein? Was? Hier. Sollen wir schnell reisen? Das ist für Schnellreisen, was war das? Da ist noch ein... Freischalten. Ah, ne. Wie falsch. Normal. Was? Freischalten. Nee. Komm rein jetzt. Ey, ich bin tot. Ja? Er hat mich mit irgendwas abgeworfen. Was ist das denn für ein Wichser? Ja, können wir nichts machen. Einer kommt, anderer geht. Er ist doch gleich da. Was ist das denn für ein frecher Move gewesen? Einfach One-Hit. Ich hab nicht mal gesehen, was da geworfen hat. Das ist jetzt hier drinnen? Gerade nicht verfügbar. Naja. Ah, hier sind sehr viele Zombies, helft mal. Hä? Wieso hab ich mein Messer daneben geworfen? Wie kann das denn sein? Der Alkohol wird voll. Ich wurde von hinten geschubst. Das Werfen macht schon sehr viel Schaden. Ja, kommt ans Fenster. Oh Jungs, hier ist der Jäger. Jesus. Oh, einer stinkt da hinten. Sollte ich mal nicht duschen. Hat mich irgendjemand Molotovs? Ich werde mich angezündet. Keine Ahnung. Wahrscheinlich hat die Feuerklinge hat wahrscheinlich einen zum Brennen gebracht. Könnte sein, ja, die hat ja Feuerschaden. Haben wir alles? Ne, hier unten ist noch einer, der. Wo ist meine Klinge schon wieder da? Ja. Lebt er noch? Nee. Bauplan. Bauplan. I know the way. Einbrecher Stufe 3 benötigt. Wer von uns hat den Loop genommen? Einbrecher Stufe 3. Nee, Einbrecher. Rechts oder links? Nicht. Rechts oder links? Keine Ahnung. Gehen wir aber links. Jetzt von 4 Spieler was heißt. Was versuche die Mitte. Ja? Einfach vor und zurückschieben die Maus. Ach, das sollte irgendwie vor und funktionieren. Ja. Das ist halt ein ganz neues Spiel.
Oder machen wir die andere Tür auf? Hier was. Ich habe einen Punkt ausgegeben. Alles eingesammelt? Das ist schon wieder eine Sackgasse. Was soll die Scheiße? Wird das jetzt noch reingeschaltet? Ich glaube, das war's, oder? Ja, uns wird jetzt gezeigt, wir sollen zurück. Guckt auf die Minimap. Und keiner von uns hat einen Becher. Wo ist denn das? Warte doch auf das andere Spiel fortfahren. Da, Einbrecher. Oh, hier lebt ja noch einer. Überleben. Dritte Zeile ist Einbrecher. Bei mir zumindest. Wir haben leider keine Skill Points. Ich bin auch nur Stufe 1 Einbrecher. Na toll, da wäre bestimmt wieder eine Waffe drin gewesen. Ist das jetzt ein Schnellreisepunkt oder wie? Wie kann man andere heilen? Ich hab keine Medikits mehr? Warte mal, ich hab keine Medikits mehr? Weil ich gestorben bin, sind meine Medikits weg. LOL! Du verlierst auch, glaube ich, Geld, wenn du stirbst. Nee, oder? Nee, ich hab noch 5000. Also Geldstoff. Entweder die Quest geben extrem viel Geld oder ich hab 6200. Naja, hast du auch deine Waffe schon komplett upgegradet? Ja. Man bekommt eine Geldstaffel, du kannst das auch skillen. Vorsicht, also, hier kommt einer. Gehst... Man kriegt eine Geldstaffel, wenn man stirbt. Ach Scheiße, hat er mich... Oh mein Gott, wie der mich zurückgeworfen hat, der Wichser. Hau rein. Ich geh kurz Früchte naschen. Ja. Tschüss. Da ist noch einer, ne? In der Ecke, Jungs. Habt ihr überhaupt Früchte gesehen? Ja, ich hier. Ja. Aber sind alle leer. Nee, da ist irgendwas. Steh nicht, ich stelle irgendwie gar kein Leben her mit Brüchten, oder? Ja, doch, ein bisschen. Plant jemand von uns auch Einbrecher zu skillen? Für die ja, Schlösser? Du? Okay, dann. Ich kann das machen, ja. So, hier ist noch ein Zombie, oder? Psst, hey, infected, watch yourself. Wieder ganz eigentlich Gold. Ich weiß nicht, ob du mit Dugambo auch noch reden müsst, der ist oben auf dem Wohnwagen drauf. Nee, ich kann nicht mehr reden. Okay, das heißt, das reicht, wenn einer abgibt. Gut. Aber wir machen auch gerade alle die erste Quest. Ja, das ist quasi abgeschlossen wahrscheinlich. Theo schreibt, kick mal Dima, das stimmt wahrscheinlich eh nur. Ich hab noch einen Skillpunkt. Will er mitspielen oder was? Ja, der hat mich vorhin angeschrieben. Was ist gerade eh Mitternacht, also ich kann auch gerne rausgehen. Weil ich wollte eh nicht mehr. Ich würde das noch kurz schnell reparieren. Musst du selber sehen? Oh, schon 12 Minuten. Wo bist du? Ah, ich kann gerade nicht mit dir handeln, ich leg dir hier noch ein paar Messer hin. Wo sind sie? Fallen lassen. 242. Ja. Falls jemand Interesse hat. Mein Dingens hat wie viel? Wieso müssen wir dafür bezahlen? Alter. Hab ich nicht. Für was? Ja, guck mal, die Waffen da. $74, $96. Wo siehst du das? Nicht hier bei den.
wenn du drüber hoverst über die Waffen und so. So. Nur so noch für keine Waffen bezahlen. Naja. Ne, ich hab doch 7-mal mittleres Medikit, warum kann ich mich nicht heilen? Hä? Das ist vielleicht die. Ja, genau noch. Die am Mann schneiden hat. Ja, 242 machen wir hier upgraden. Diamantschneidemod Bauplan. Mhm. Mhm. 292, dann 115. Umamanda, afrikanische Köchin. Ist noch mehr Charaktere? Armsen. Okay, dann steige ich mal an der Stelle aus. So, 345. Ja, hier gibt's links Einbrecher. Das machst du schon, Michi, ne? Ja, ich bin schon Stufe 2. Dann mache ich Kondition. Ich weiß nicht, warum bei Team hier das angezeigt wird. Was kann man denn beim Team hier? Da zeigt dir an, welche Charaktere neue Quests haben. Ah, nee, man kann Quests starten. Man kann auch Remote-Quests starten. Muss nicht neben denen sein. Anscheinend. Dann kann Theo jetzt rein, ne? Jo, theoretisch. So, 350. Dann spielt mal schön weit, damit ich dann, wenn wir das nächste Mal zusammen spielen, schön hohe Quests habe und mit keiner Quest direkt 7 Level aufsteige. Was ist denn das andere Ding? Ich will das nicht. Das ist das, was ich. Ja, wo ist das Ding hin, was ich auch aufgewertet habe? 348 hatte doch noch eins mit. Vielleicht in deinem Mausrad bereits? Ich glaube, die du in deinem Mausrad hast, die sind nicht in deinem Inventar zu sehen. Doch, doch, die sind zu sehen, die sind sogar weiß markiert. Ja. Also nicht weiß, sondern so komisch gräulich. Okay, gut. Ja. Michi, Dima spielt ja noch weiter, oder nicht? Ja. Okay. Achso, ich muss aus dem Channel raus, weil wir jetzt Squad sind, ne? Sonst kann Theo nicht. Nee, wir können auch links, wir können gleich auch in Penta rein, wenn du noch bleiben willst. Ja, ich brauch, hast du doch ein und dann bin ich weg. Ich schieb uns mal die Filmset-Quest. Oder so. So.